Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Airline Tycoon 2 Reset sozusagen. Wir starten neu komplett, weil wir haben einiges so ziemlich vergeigt, aber das lag auch daran, dass wir viel rumprobiert haben. Wir werden jetzt einiges anders machen, ein bisschen herumprobieren, wie wir was besser machen können. Das heißt natürlich, wir müssen nochmal neu anfangen. Und vielleicht sollten wir auch nochmal unsere Auswahl der Partner zusammenfügen, also beziehungsweise nochmal anschauen in Ruhe. Was halt für uns am sinnigsten ist, ihn würde ich schon gar nicht nehmen, weil ihm bringt es nur, wenn er Kredite aufnimmt. Und sind wir mal ganz ehrlich, Kredite sind sowieso viel zu teuer. Sollte man einfach nicht machen, meiner Meinung nach. Was ich sogar überlegt habe, war Tita Cortez. Aus dem Grund, weil man halt hier zum Beispiel besseren Catering-Service hat. Das lohnt sich vor allen Dingen dann, weil man halt auch somit die Gäste, ja, man beglückt sie sozusagen besser. Hat verschiedene Vorteile, wir können halt vielleicht so besser in Ruf aufsteigen. Oder wir sagen ganz klar, dazu tendiere ich zum Beispiel, dass wir Natalie Childman nehmen. Warum? Weil sie bei Ratingagenturen extreme Rabatte bekommen kann, Werbemaßnahmen, dass wir einfach da uns so ein bisschen equippen können, sag ich schon. Oh Gott, ich war schon voll im WoW drin. Nein, tut mir leid. Ich meine natürlich, ja, dass wir uns natürlich doch, also diesen equippen können. Ich dachte es doch nochmal so, dass wir halt unser Equipment bezüglich Flugzeuge, dass wir Flugzeuge, Flugstrecken nehmen und diese, ja, mit Ruf aufpeppen können, ja. Wir werden auch von vornherein deutlich attraktiver an die ganze Sache rangehen. Wir werden uns jetzt auch gleich von Beginn an ein Muster für unsere Flugzeuge aussuchen. Wir hatten ja jetzt bei der letzten Folge so, dass wir, ja, die Flugzeuge sahen ja alle ein bisschen verschieden aus, weil wir uns später erst auf ein Design geeinigt haben. Und wir werden uns schauen, wie das mit den Aktien ist, ob wir da einkaufen können oder ob das eher weniger ist. Auf eines werden wir nicht machen, wir werden auf keinen Fall sparen. Das jetzt nicht. Das heißt, wir werden am Anfang extrem viel Geld ausgeben. Solange ich finden kann, stand ich schon im Rampenlicht. Und ich glaube nicht, dass mir das je langweilig wird. Allein der ganze Medienwirbel, als ich meine Kollektion All About Valentine vorgestellt habe. Herrlich. Aber manchmal ist so ein Promi-Leben auch ganz schön nervig. Schließlich will ich, dass mich die Menschen nicht nur bewundern, weil ich so schön bin, sondern auch wegen meiner Fähigkeiten. Deshalb starte ich jetzt meine eigene Fluglinie, denn ich will hoch hinaus. Keiner soll sagen können, Natalie Childman sei keine tüchtige Geschäftsfrau. Mit diesen Worten werden wir uns an das Spiel heranwagen, neu beginnen. Und wir schauen, ich bin sogar überlegen, also wir werden sicher wieder so bei, na, 50 Millionen, kann man sie irgendwie schneller machen, eingeben? Nein, muss man so machen. Muss man echt so machen. Wir werden so wieder bei, sag ich mal, 100 Millionen, wie viel hatten das? Bei einer Milliarde starten, so haben wir, glaube ich, das letzte Mal gestartet, so werden wir wieder starten. Ich denke, eine Milliarde zum Start einer Flug-Airline, einer Airline, macht am meisten Sinn. Machen wir eine Milliarde und 15 Millionen, mein Gott. So, machen wir das. Wir spielen auf den Schwierigkeitsgrad leicht, da wir selbst noch nicht so gut sind. Zufallseignis auf jeden Fall. Sabotage machen wir erstmal an. Machen wir Sabotage an? Ja, wir machen an, weil so machen wir das dann doch nicht, ja. Jetzt überlege ich sogar, wir gucken mal, obwohl ich würde gerne von Europa, ja, da würde ich gerne treu bleiben. Ich würde gerne weiterhin von Frankfurt fliegen. Frankfurt hat Passagiere am Tag. Wenn wir mal gucken, wie viele New York hat als Beispiel. Wir schauen einfach mal. Also wie viel hatte Frankfurt jetzt? Das müsste man nochmal gucken. 9.700, Las Vegas hatte gar nicht so viel. 9.700, sagen wir 9.700, 11.000, obwohl, ne, ist natürlich, ja, eine ganze Menge New York, also das sind trotzdem mehr Passagiere. Aber in Frankfurt haben wir meiner Meinung nach die besseren Anbindungen, weil wir stehen so recht mittig und können halt Langstreckenflüge ganz bequem erledigen. Also werden wir uns wieder auf Frankfurt einigen. Wie viel hat denn Berlin? Das würde mich interessieren. Nicht so viel, aber 6.000 ist auch noch okay. Wir einigen uns auf Frankfurt, Bevölkerung 671.000, stimmt so gar nicht, aber das passt schon. Komm hier noch. Und 5 Millionen machen wir noch drauf. Ich meine, die Gegner starten auch mit dem Geld, aber das ist uns erstmal egal. Und ich würde sagen, auf ein neues, lasst uns loslegen. Mit geplanter Sache ran, mit mehr Experimentierfreude, wir probieren alles von Anfang an ein bisschen, von Einigung beim Style, vom der Business Class, also wir werden alles auf Business aus ändern. Was ich recht unschön finde, wir müssen uns pink machen, weil es passt uns hier. Willkommen im Sandkasten. Bilden Sie sich aber bloß nicht ein, Sie könnten mir jetzt auf der Nase herumtanzen, nur weil ich Ihnen kein Ziel vorgebe. Das können wir doch, Donny.
So, wir starten in den ersten Tag hinein. Als erstes sollten wir uns natürlich überlegen, welche Flugroute nehmen wir. Das heißt, wir werden als erstes schon mal zum Manager gehen. Frag mich niemals nach. Ich würde gerne meine Routen verwalten. Und wir werden mit dem schrotten Altflieger handeln, weil so können wir mehr Flugzeuge kriegen und können dann halt bei der Ausstattung trotzdem was machen. So, wir schauen uns das Ganze an. Wir werden das mal als erstes Frankfurt, New York zum Beispiel nehmen. Entfernung 6000 Kilometer, also 6000. Shanghai hat wie viel? Also das waren mal 1180, 912. Wir werden es als erstes die nehmen, weil die hat deutlich mehr Möglichkeiten. Das heißt, werden wir Hin- und Rückstrecke davon erstmal mieten. Ich überlege gerade, das Problem ist, heute haben wir eh nicht genügend Flugzeuge drin. Da sich das ja immer nur von Tag auf Tag ändert, werden wir erstmal jetzt was anderes machen. Und zwar gehen wir zurück. Die haben wir gemietet. Die kostet uns jetzt ein bisschen was am Tag, aber mein Gott, das ist ja logisch, ne? Wir holen uns erstmal ein Reisebüro, also so einen Prospekt. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, ich möchte hier nicht die ganze Zeit herumlaufen. Auch wenn ich das Spiel damit und das Let's Play kürzlich in die Länge strecken wollte, aber das war eigentlich nicht mein Ziel. Sondern schon, dass wir jetzt deutlich zügiger vorankommen, dass wir deutlich gezielter vorankommen. Zügig ist die eine Sache, danach gehe ich eigentlich so gar nicht. Dass wir einfach vorankommen, ne? Und das müssen wir. Das müssen wir definitiv. So. Lasst uns mal hier hintergehen zum Shop. Wir werden uns auch definitiv dann ein Flugzeug holen, bin ich mir überlegen, ob wir das sogar machen. Für solche Auftragsflüge. Bitte schauen Sie sich um. Airport Guides, 420.000. Nehmer. Sehr schön, jetzt können wir erstmal ins Büro gehen von uns. Ins Office. Und dort können wir uns das mal umgucken, dass alles bestimmt pink ist. Aber knallpink, ne? Knallhart. Die hat aber halt gute Vorteile. Verdammt, 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 verdammt. Also, was wollt ihr denn? Wir gehen auf den Laptop. Ich wurde auch gefragt, wie ich zum Beispiel Aktienkauf betreiben kann. Problem ist, ja, momentan gibt es keine Aktien zu kaufen. Müssen wir morgen mal schauen, vielleicht haben wir da Glück. Das werde ich auch noch zeigen, ich werde das ausführlich beschreiben, weil wurde gefragt, wie das geht, weil das einmal nicht wusste. Ich weiß gar nicht, wer das war. Müsste ich lügen. Und wir gehen zum schrotten Altflieger. Das ist natürlich immer ganz wichtig, dass wir erstmal ein Flugzeug haben. Und da sind die Wartung bringen, Personal anheuern. Und haben Sie sich verlaufen? Ich kann eine gebrauchte Maschine kaufen. Genau. Die hat auch schon wieder keinen Hals. Sagen Sie mir nur, welche Maschine Ihnen gefällt. 6000 müssten wir fliegen. Schon etwas betagt. Die haben zum Beispiel aber 9000, hat wie viel, was ich auf 64 Gaugummi nicht so viel. Und ne? Eine neue Lackierung werden die Passagiere keinen Unterschied merken. Die hat halt schon mal, ne? 6000, die fliegt wie schnell? Geschwindigkeit 1500. Die sind drei, die sind auch recht schnell, muss man dazu sagen, ne? 174 Millionen und die hat halt, ich glaube, das werden wir sogar nehmen. Und die hat 8000, die nehmen wir. So. 174 Millionen. Und ich würde sagen Sie mir nur, wir kaufen sogar noch eine kleine Maschine. Wir schauen einfach mal, was es hier gerade so gibt. Schon etwas betagt, aber mit ein bisschen 4000. 12000. 4000. Die kommt halt noch weit, die kommt halt auch noch mal weit, die ist aber nicht so schnell, ist das Problem, was wir da haben. Die können wir zum Beispiel auch für die Shanghai-Strecke dann einsetzen. Die aber nicht. Ne, da gucken wir nächsten Tag nochmal. Wir bauen das mal hier kurz aus, Personalbüro. Ich würde sagen, wir einigen uns jetzt auch, damit wir die Beliebtheit steigen, nicht auf eine Zweiergruppe, sondern auf eine Dreiergruppe. Weil Sparen ist, glaube ich, nicht gut am Anfang. So, aber ich brauche 3, oh Gott. Bei Piloten definitiv 3 und bei Stewardess machen wir 3 und 2, das ist okay. Ich würde gerne die Zuweisung meiner Mitarbeiter machen. So, ach scheiße, wir müssen sowieso noch was machen. Wir müssen noch mehr holen. Reicht aber noch nicht. Hier haben wir noch einen, die 4, die 2, die 3. Und hier haben wir noch eine 1. Verdammt. Haben wir eine 1, 2, 3. Wir müssen sie ja besetzen. Das, wenn wir jetzt schon am Anfang einen Tag unbesetzt fliegen, ist auch blöd. Vielleicht können wir die sogar heute noch einmal in die Luft schicken. Noch ein bisschen Plus zu machen und werden jetzt... So. So, wo stelle ich denn die Löhne? Also?
hallo Chef. Gerne meine Angestellten. Ihr Chef, so viel zahlen Sie Ihren Mitarbeitern. Sie können das Gehaltsniveau der Angestellten so auch senken oder erhöhen. Sind Sie fertig? Das Gehaltsniveau haben wir, damit haben wir die Qualität auf jeden Fall erhöht. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Ultimate Collar Design und wir lassen die noch einmal in der Nacht fliegen. So, hier können wir frühestens fliegen. Das heißt, wir haben noch ein paar Stunden Zeit, um das zu designen. So. Wie lange fliegen wir denn? Frankfurt, New York. Nicht mal so lange, wa? Wir fliegen in der Nacht zurück noch. Also erstmal machen wir hier Wartungsarbeiten, logischerweise. Muss ja hier mal 100. Da fliegen wir nicht in der Nacht nochmal los. Und ja, es bringt uns ja nichts. Das heißt, wir fliegen nochmal zurück. Frankfurt, New York. Und dass wir das einfach decken durchweg. Genau. Sieht gar nicht schlecht aus, dass wir dann nochmal... Weil hier fangen wir dann wieder an zu arbeiten. Da können wir schon Wartungsarbeiten reinklatschen. Und werden die Strecke für morgen schon planen. Oh, verdammt. Und damit natürlich hoffentlich auch Gewinn machen. New York-Frankfurt. Frankfurt-New York. Und von Frankfurt nach New York so rum wieder. Und eigentlich müssen wir wieder zurückfliegen. Die Frage, ich würde es gerne so verschieben, dass wir dann nochmal da fliegen und dann nochmal zum Mittag, zumindest Vormittag losfliegen. Und so lassen wir das dann. So machen wir das. Und das wird ja nur für morgen erstmal sein, dass wir das auch schon geplant haben. Unser nächster Schritt wird sein, Ultimate Color Design. Jetzt ist die Frage, wie starten wir natürlich unsere Fluglinie aus? Was kann ich für Sie tun? Einen neuen Anschluss verpasst. Habe ich schon ein paar Entwürfe gemacht. Schauen Sie sich diese einfach auf den Modellen hier. Das Schlimme ist, eigentlich bin ich jetzt so absolut nicht der Freund von Pink. Was oh, verdammt. Für einen neuen Look habe ich schon ein paar Entwürfe gemacht. Schauen Sie sich diese aber wir müssen ja unserem Symbol der Flug-Airline leider gerecht werden. Oder wie sieht das Symbol aus? Nee, das müssen wir ja... Wie sieht das aus? Oh nee, das müssen wir ja Pink machen. Sorry. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Wie komme ich denn wieder zurück? Verdammt. Wie kann man das denn zurückmachen? Verstehe ich nicht. Ja. Was für einen neuen Look habe ich schon ein paar Entwürfe gemacht. So, Standard ist okay. Dann wechseln wir auf die Teile. Hinten werden wir auf jeden Fall Pink machen. Ich muss überlegen, ob wir das komplett Pink machen. Wie sieht denn das? Nein, absolut nicht. Das sieht scheiße aus. Rot? Nein. Das lassen wir standardmäßig. Und sonst lassen wir die Airline in der Mitte, würde ich sagen, Pink. Dann müssen wir das ja auch Pink machen, ne? Oder? Hier, müssen wir das ja auch Pink machen. Das hilft ja alles. Die Turbinen müssen natürlich dann auch logischerweise...